السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hello my liebe Leute, das ist mein tutorial über Deutsch lernen. In this video we're gonna complete our learning German learning, especially for mechanical engineers or generally for engineering. The last tutorial we talked about introduction about the engineering in Germany, so let's continue. So the fields of activity, Tätigkeits Felder, Engineering, Forschen, Entwickeln, Analysieren, Konstruieren, Programmieren, Produzieren, beachten, prüfen und verkaufen verschiedenste Produkte, Technologien und Dienstleistungen. Dementsprechend vielfältig sind auch die Tätigkeitsfelder von Ingenieuren. Die häufigsten erklären wir kurz. What does this mean? So engineers research, develop, analyze, construct, program, produce, advise, test, and sell various products, technologies, and services. The fields of activity of engineers are therefore also varied. The most common we explain briefly. So Forschung und Entwicklung, the research and development. Innovationen haben gerade in Deutschland einen hohen Stellenwert. Keine Innovation ohne Forschung. Deshalb sind Ingenieure gefragt, in der Grundlagenforschung sowie bei der Pflege und Optimierung bestehender Lösungen. Innovations have a high priority, especially in Germany. No innovation without research. So, keine Innovation ohne Forschung. This is why engineers are asked in the basic research as well as in the maintenance and optimization of existing solutions. The constructions ingenieure sind am kompletten Prozess beteiligt. Vor der Idee bis zur technischen Umsetzung. Dabei ist nicht nur Kreativität gefragt, sondern auch der versierte Umgang mit CAD und CAI-Programmen. Design engineers are involved in the entire process, from the idea to the technical implementation. Not only creativity is required, but also the skilled handling of CAD and CAE programs. Produktion und Instandhaltung, Production and Maintenance. Ingenieure in diesem Bereich planen und überwachen die gesamte Produktion eines Produkts, unter ökonomischen, qualitativen und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten. Das betrifft sowohl den Maschinen- und Materialeinsatz als auch die Mitarbeiter. So engineers in this area plan and monitor the entire production of a product under economic qualitative and safety aspects. This applies to both machinery and material use as well as employees. So installation and commissioning, Installation und Inbetriebnahme. Für den Aufbau und die fristgerechte Inbetriebnahme von Maschinen, Anlagen oder ganzen Bauwerken sind die Ingenieure verantwortlich, die in diesem Bereich arbeiten. The engineers who work in this area are responsible for setting up and timely commissioning of machines, plants, or complete structures. So
So, technischer service und Kundendienst. The technical service and customer service. Ingenieure im Kundendienst oder Servicebereich sind verantwortlich für die vertraglich zugesicherte Verfügbarkeit von Maschinen, Anlagen oder auch Software. Häufig führen sie ein Team von Servicetechnikern, mit dem sie Instandhaltungsdienste oder Störungsfälle termingerecht ausführen. As you know, gentlemen, you have to know how to pronounce the German words, especially the long ones. You have to make it like this: Störungsfälle, Instandhaltungsdienste. Know this method. So engineers in the customer service on service area or service area are responsible for the contractually secured availability of machines, systems, or even software. Often they lead a team of service technicians with whom they carry out maintenance services or malfunctions in a timely manner. Einkauf, purchase. So im Zeitalter der Globalisierung und weltweiter Märkte werden Ingenieure immer mehr in die Optimierung des Einkaufs von Unternehmen eingebunden. So in the age of globalization and global markets, engineers are increasingly involved in optimizing the purchasing of companies. Marketing und Vertrieb, Marketing and Sales. Produkte müssen nicht nur entwickelt, sondern auch verkauft werden. Gut ist, wenn der Verkäufer nicht nur die Märkte und Vermarktungsstrategien kennt, sondern auch technisch kompetent ist. Der Vertriebsingenieur ist außerdem Repräsentant des Unternehmens und der wichtigste Ansprechpartner für den Kunden. Products must not only be developed but also sold. It is good if the seller not only knows the markets and marketing strategies, but is also technically competent. The sales engineer is also the company's representative and the most important point of contact for the customer. So product management, product und Projekt Manager sind Strategien mit diplomatischem Geschick und spitzem Bleistift. Denn alles, was zählt, ist das Produkt und das Projekt und das Team, das dahinter steht und alles plant. Product and Project Managers are strategists with diplomatic skills and a pointed pencil. Because all that matters is the product and the project and the team behind it and planning everything. Controlling. Wirtschaftsingenieure koordinieren und kontrollieren die zielgerechte Entwicklung eines Unternehmens. Sie prüfen Bilanzen, Geschäftsberichte und Innovationen. Sie beachten Betriebe und die Geschäftsführung von Unternehmen. So, economic engineers coordinate and control the purposeful development of a company.
They examine balance sheets, annual reports, and innovations. They advise companies and the management of companies. Thank you very much. Vielen Dank. You know that you have to practice many times, and as you know, I'm gonna upload the PDF for this lesson. You have to fill the spaces, and the spaces I'm gonna delete the important or the new words, and you have to complete it by yourself. Please try it, and you have to listen many times for this. So let's try. Ingenieure forschen, entwickeln, analysieren, konstruieren, programmieren, produzieren, beraten, prüfen und verkaufen verschiedenste Produkte, Technologien und Dienstleistungen. Dementsprechend vielfältig sind auch die Tätigkeitsfelder von Ingenieuren. Die häufigsten erklären wir kurz. Innovationen haben gerade in Deutschland einen hohen Stellenwert. Keine Innovation ohne Forschung. Deshalb sind Ingenieure gefragt, in der Grundlagenforschung sowie bei der Pflege und Optimierung bestehender Lösungen. Konstruktionsingenieure sind am kompletten Prozess beteiligt, von der Idee bis zur technischen Umsetzung. Dabei ist nicht nur Kreativität gefragt, sondern auch der versierte Umgang mit CAD und CAE-Programmen. Ingenieure diesen Bereich planen und überwachen die gesamte Produktion eines Produkts unter ökonomischen, qualitativen und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten. Das betrifft sowohl den Maschinen- und Materialeinsatz als auch die Mitarbeiter. Für den Aufbau und die fristgerechte Inbetriebnahme von Maschinen, Anlagen oder ganzen Bauwerken sind die Ingenieure verantwortlich, die in diesem Bereich arbeiten. Ingenieure im Kundendienst- oder Servicebereich sind verantwortlich für die vertraglich zugesicherte Verfügbarkeit von Maschinen, Anlagen oder auch Software. Häufig führen sie ein Team von Servicetechnikern, mit dem sie Instandhaltungsdienste oder Störungsfälle termingerecht ausführen. Im Zeitalter der Globalisierung und weltweiter Märkte werden Ingenieure immer mehr in die Optimierung des Einkaufs von Unternehmen eingebunden. Produkte müssen nicht nur entwickelt, sondern auch verkauft werden.
Gut ist, wenn der Verkäufer nicht nur die Märkte und Vermarktungsstrategien kennt, sondern auch technisch kompetent ist. Der Vertriebsingenieur ist außerdem Repräsentant des Unternehmens und der wichtigste Ansprechpartner für den Kunden. Produkt- und Projektmanager sind Strategen mit diplomatischem Geschick und Spitzenbleistift. Denn alles, was zählt, ist das Produkt und das Projekt und das Team, das dahinter steht und alles plant. Wirtschaftsingenieure koordinieren und kontrollieren die zielgerechte Entwicklung eines Unternehmens. Sie prüfen Bilanzen, Geschäftsberichte und Innovationen. Sie beraten Betriebe und die Geschäftsführung von Unternehmen. Vielen Dank, meine liebe Leute, and I have to remind you of please try to watch this series, very wonderful. Herr Antonescu is a refugee from Romania starting to learn German like us, but we are we have to learn the engineering German, please, and thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.